Weiter geht es bei der Berichterstattung nach Wiener Neudorf. Auch dort musste der Bürgermeister den Schlüssel übergeben. Stellt euch vor, was manche da in Neudorf treiben. Vor ein paar Tagen bekomme ich ein Schreiben. Zuerst habe ich gedacht, das ist ein Schmäh. Am 11.11. soll ich hier ins Parkcafé kommen, und zwar pünktlich, 11:11. Genauso steht es da geschrieben. Fasching ist Narrenzeit, aber auch Zeit, einmal darüber nachzudenken und das Leben von der anderen Seite zu betrachten. Ja, natürlich. Ich denke mal, man hat eh relativ wenig zu lachen in diesen Tagen, wenn man sich die Nachrichten anschaut. Eine Hiobsbotschaft nach der anderen. Und da ist es eigentlich gut, weil man sich einmal ein bisschen auch auf die Fröhlichkeit besinnt, ein bisschen besinnt aufs Lachen. Und ich freue mich auf diese Zeit immer, alle Jahre sehr. Wie erleben Sie den Fasching? Ja, wir werden mit gewissen Bällen oder Veranstaltungen werden wir besuchen und werden also schauen, dass man so auch diese Zeit recht lustig durchbringt. Schauen Sie auch auf Leute, die unter Ihnen sind, wenn wir jetzt so nach rechts schauen? Natürlich, ja. Das muss er, weil der Schlüssel ist ganz wichtig ist jetzt. Ja, sie hat jetzt die Macht, die zentrale Macht in Wiener Neudorf. Und wenn der Fasching nicht lustig ist, beschweren wir uns eh bei der Veronika. Wie mächtig sind Sie jetzt? Sehr. Ich bin der Hofner unserer Faschingsgilde und jetzt mit dem Schlüssel auch von der Gemeinde. Sie sind nicht verkleidet, warum? Ich bin nicht verkleidet, ja, weil meine Narrenzeit erst beginnt. Also ich werde mein Narrenkostüm auspacken bis zum 1. März, gell? Ende Februar ist der Fasching aus. Ja, das packe ich aus und ziehe mir es über, Tag für Tag. Wie leben Sie die Faschingszeit? Ja, also jetzt bis Weihnachten noch nicht, aber danach, also nach dem 1. Jänner, werde ich öfters auf den Ball gehen und so diverse Veranstaltungen und es ein bisschen lustiger haben als im Rest des Jahres. Eine sehr gute Tradition, sage ich einmal, wo man den Spaß auch ein bisschen in den Mittelpunkt stellt und ihm sagt, wie gesagt, Narren treiben. Leider manchmal auch im Gemeinderat, muss ich dazu sagen. Ja, aber ich hoffe, dass wir zumindest die Ernsteren sind und wirklich eine gescheite Politik machen und jetzt einmal die Narrenzeit auch nutzen, während der vielen Veranstaltungen Spaß zu haben miteinander. Hallo, ich war heute auf dem Fest und fand es voll cool. Also viel Spaß noch am Fest. Tschüss!